Fliegt man von Oslo 1000 Kilometer nach Norden über den Polarkreis, erheben sich vor der Küste steile Berge aus dem Nordatlantik, die Lofoten. Sie bestehen aus 5 größeren und rund 80 kleineren Inseln, die vom norwegischen Festland durch den Westfjord getrennt sind. Der Name bedeutet Luchsfuß, erscheinen die Inseln doch auf der Landkarte wie der Fußabdruck einer Katze. Fjorde ragen tief in die Inseln hinein, die ihrerseits unzählige Binnenseen umfassen. Das Land bietet nur wenig landwirtschaftlich nutzbare Fläche. Prägend sind steile, wild zerklüftete Berge. Steht man auf einem Gipfel, hat man überall einen Blick auf einen Fjord, einen See, das offene Meer oder gleich alles zusammen. Das warme Wasser des Golfstroms beschert den Lofoten ein maritimes Klima mit kühlen Sommern und warmen Wintern. Im Sommer liegt die Durchschnittstemperatur bei rund 10 Grad, im Winter kurz über dem Gefrierpunkt. Das sind 20 Grad mehr als in anderen Orten auf demselben Breitengrad und ist eine der größten positiven Temperaturanomalien weltweit. In der Geschichte der Lofoten dreht sich alles um Fisch. Jedes Jahr von Januar bis April kommen große Schwärme von Kabeljau vom Norden in die Meeresregion um die Lofoten zum Laichen. Wir beginnen unsere Reise auf der Insel Ausvagøy in Svolvær. Svolvær ist Hauptstadt und zugleich das wirtschaftliche Zentrum der Lofoten. Die Stadt hat 4.500 Einwohner. Hier gibt es einen kleinen Flughafen, eine Anlegestelle für die Schiffe der Hurtigruten sowie anderer Fähren und Schnellboote. Die Europastraße 10, die alle Inseln miteinander verbindet, führt natürlich auch durch die Stadt. Svolvær hat die meisten Übernachtungsangebote der Lofoten, teils in Businesshotels, teils in Ferienhaussiedlungen. Die Stadt besitzt einen der wichtigsten Häfen von Nordnorwegen. Denn ab 1918 wurde Svolvær zu einer eigenständigen Kommune und erhielt Handelsrechte. Dies kam vor allem dem Fischfang, insbesondere dem Kabeljaufang, zugute. Aktuell werden rund 50.000 Tonnen Kabeljau im Jahr gefangen. Westlich von Svolvær erheben sich die Berge auf über 700 Meter Höhe. Davor liegt der leicht zu erreichende Tjeldbergtinden als schöner Aussichtspunkt. Er ist die markanteste Berggestalt zwischen den Orten Svolvær und Kabelvåg. Vor 400 Millionen Jahren kollidierten drei Erdplatten miteinander, nämlich das heutige Nordamerika, das heutige Nordosteuropa und das heutige Großbritannien. Dabei wurden mächtige Gesteinspakete übereinander geschoben. Der begleitende Vulkanismus ließ vulkanische und metamorphe Gesteine entstehen. So wurde das heutige Relief Norwegens mit den alles prägenden Skanden geboren. Die Granite sind die Überreste der alten Vulkane. Im Umfeld der Vulkane entstanden metamorphe Gesteine, die zu den ältesten Europas zählen. Sie sind Zeugen von 3 Milliarden Jahren Erdgeschichte. Allerdings wurden sie mehrfach verschoben, eingeebnet und teilweise aufgeschmolzen. Steht man auf der Südostspitze, liegt einem Svolvær fast zu Füßen. Auf der anderen Seite des Berges blickt man auf Kabelvåg. Im Mittelalter war Kabelvåg ein wichtiger Mittelpunkt der Geistlichkeit. Der Ort wurde durch Ölstein Magnusson begründet, der dort 1103 eine Kirche und einige Fischerhütten errichten ließ. Der Name geht wahrscheinlich auf Kapellwagen, also Kapellenbuch, zurück. Nach der Sommersonnenwende gibt es in Kabelvåg ein großes Volksfest, für Einheimische wie für Touristen gleichermaßen attraktiv. Unser Weg führt uns auf die südwestliche Halbinsel von Ausvagøy zum Ort Henningsvær, bekannt als das wichtigste Fischereizentrum der Lofoten.
Die Siedlung entstand bereits im 15. Jahrhundert. Groß wurden Hafen und Stadt ab den 1920er Jahren, als viele alte Fischereiorte aufgegeben wurden. Denn deren Häfen waren für die neuen großen Motorschiffe ungeeignet. Zu den Spitzenzeiten des Fischfangs in den 1940er Jahren lebten während der Fischsaison im Winter bis zu 12.000 Menschen in Henningswehr. Die Siedlungsform der Fischweiher ist über die ganze Küste Norwegens verbreitet. Sie entstand vermutlich schon in der Steinzeit, in der Nähe geschützter, natürlicher Häfen. Da man in Norwegen kein Salz gewinnen kann, hängten schon die Wikinger den Kabeljau zur Haltbarmachung auf Gerüste. Der Fisch wird dann hart wie Holz. Der Wassergehalt verringert sich um 80%. So ist er ideal als Schiffsproviant. Heute wird der sogenannte Stockfisch in die ganze Welt exportiert, vorrangig nach Italien. Kabelvåg ist umgeben von vielen Binnenseen, die an seichten Stellen in eine Sumpflandschaft übergehen. Mit etwas Geduld lassen sich hier eine Reihe von Vögeln beobachten. Allgegenwärtig sind die drei Zehenmöwen. Sie sind zwar stark an das offene Meer gebunden, wo aber, wie auf den Lofoten, Binnenseen ganz nah am Meer liegen, lassen sie sich gern an geschützten Stellen im Binnenland nieder. Weit verbreitet in Nordeuropa ist der Gänsesäger. Er liebt klare, fischreiche, von Wald umstandene Seen. Die Reiherente bevorzugt große Seen in Nordwesteuropa, wo sie Muscheln, Schnecken und Wasserinsekten nachstellt. Die Bachstelze ist ein in Europa weit verbreiteter Vogel. Auffallend ist der kontrastreiches, schwarz-weiß-graues Gefieder und der wippende Schwanz. Am liebsten sind ihr halboffene Landschaften in Gewässernähe. An vielen Küsten Europas ist der Rotschenkel anzutreffen. In Nordeuropa findet er sich auch an Binnengewässern ein. Diagonal gegenüber von Henningswehr am Nordwestzipfel von Austvågøy liegt der Berg Matmora. In 300 Metern Höhe liegt die Hochfläche Geasfjallheia. Ab 500 Meter Höhe wird das Gelände alpiner, die Vegetation spärlicher. Moose und Flechten wechseln mit Krautweide, Steinbrecharten und Nelken. Der Gipfel der Matmora ist 790 Meter hoch. Hier bietet sich ein überwältigendes 360-Grad-Panorama. Kurz vor dem Übergang von der Insel Austvågøy zur Insel Gimsøy führt eine Wanderung auf den Berg Klepstadheia. Von hier hat man eine schöne Aussicht auf den Gimsøystraumen. Das ist der Meereskanal, der die Inseln Austvågøyer und Gimsøyer voneinander trennt. Folgt man der Kammlinie nach Süden, gelangt man auf den Kvastinden. Von hier blickt man auf den wildesten Teil von Austvågøyer. Als 368 Meter hoher und komplett freistehender Berg thront der Hoven am nördlichen Ende von Gimsøyer. Der Anstieg nutzt den flachen Nordostrücken, während die Westflanke steil ins Meer abfällt. Der Hoven ist berühmt für die Aussicht auf die Mitternachtssonne. Wenn diese die Nacht zum Tag macht, sind die Inseln in ein unvergessliches Licht getaucht. Südlich der Insel Gimsøy schließt sich die Insel Vestvågøy an. Vestvågøy ist mit über 11.000 Einwohnern die bevölkerungsreichste Insel. In den Randbereichen dominieren hohe und teilweise schroffe Gipfel, während das Kernland durch große landwirtschaftliche Flächen geprägt wird. Solche landwirtschaftlichen Flächen sind auf den Lofoten sehr selten. Einen guten Überblick über den Südteil von Vestvågøy hat man vom Berg Jostatinden. Der Anstieg verläuft zunächst durch eine Moorlandschaft. Hier sind Wollgras und Moltebeeren weit verbreitet. Der Jostatinden mit seinen 738 Metern Höhe bietet als einer der höchsten Gipfel von Vestvågøy einen wunderbaren Blick auf den Westfjorden im Osten und über den gesamten südlichen Teil der Insel.
Der Küste nach Süden folgend gelangt man nach Stamsund. Stamsund zählt zu den modernen Fischereistätten auf den Lofoten. Gleich hinter dem Ort beginnt der Aufstieg auf den Steinetinden. Die nächsten 300 Meter auf den Gipfel sind steil und teilweise exponiert. Hat man ihn erreicht, bietet sich ein beeindruckender Tiefblick auf Stamsund im Osten und den Westfjorden bis zu den Inseln Mosken und Værøy im Süden. Ganz an der Südspitze von Flakstadøy liegt das Fischerdorf Nussfjord. Archäologische Funde zeigen, dass dieses Gebiet seit 400 nach Christus besiedelt ist. Und schon damals wurde die Fischerei zu Handelszwecken betrieben. Ab 1823 kaufte die Familie Dahl die meisten Häuser im Dorf auf und baute Nussfjord zu einem führenden Fischerdorf der Lofoten aus. Wegen der räumlichen Enge wurde das Dorf zu großen Teilen auf Holzstegen errichtet. Wer die Lofoten bereist, erlebt ein Inselreich von herber Schönheit. Schroffe Gebirgszüge wechseln mit lieblichen Mooren und Seen, fast senkrechte Steilküsten mit kleinen Sandstränden. Abseits der kleinen Ortschaften stehen nur gelegentlich Häuser. Fischfang und Öl, zusammen mit der damit verbundenen Industrie, sind nach wie vor Haupterwerbszweige der Lofotinger. Die Gebirgskulisse, die bunten Fischerhütten und die Gerüste, an denen die Fische zum Trocknen hängen, sind berühmte Motive dieser Gegend. Dazu kommt das einmalige Licht in den hohen nördlichen Breiten.